So, ich bin auch wieder ready und jetzt wird's Zeit, dass wir diese Folge, das Werkstatthaus fertig machen, Ja. weil wir müssen auf Kupferjagd gehen. Und ich bringe mir den Arsch weg. Ja, aber das ist nichts Neues bei dir. Warte mal. Was hast du jetzt mit dem Feuer gemacht? Ich stelle das Ding hier ein bisschen weiter. Ey, das funktioniert auch nicht. Habe ich schon ausprobiert. Doch, das funktioniert. Muss nur wissen, wie jetzt platzieren. Das mache ich jetzt gerade. Ach so, du bist ein bisschen am Rumprobieren. Während der Till natürlich rumprobiert, mache ich hier die Dacharbeiten fertig. Dass wir Ja. unseren Anbau verknüpfen können mit dem, was wir hier haben. Obwohl es ein bisschen schäbig aussieht gerade noch, aber das wird sich dann demnächst klären, wie wir das machen werden. Also mein Vorschlag wäre, dass ich jetzt hier die Außenfassade wegnehme. Wie jetzt? Ich habe kein Holz. Scheiß drauf, ich habe kein Holz, da baue ich eben kurz mal ab. Kriege ich hier solche Großbäume hier? Ne, die kriege ich nicht runter. Ne, Buche, die kriege ich bestimmt runter. Noch nicht. Ah, doch, Buche schon. Ich dachte schon, du redest von Edelholz. Ein Edelholz und Paul. zugenäht. Oh, schon zwei Holz, cool. So. Das Feld. Ah! Wie geht es eigentlich unserem wilden Schwein? Welches? Ach so, oh. Ich weiß es nicht. Ist es am Verhungern? Wahrscheinlich schon. Entweder Wahrscheinlich verhungert oder. ist es schon wieder ausgebüxt. Entweder verhungert, tot oder weg. Alles ist scheiße für uns. Da hinten irgendwo, ne? Das geht doch mal gut. Ich hoffe, es funktioniert noch. Also das Schaf. Nee, das Schwein meine ich. Das Ey. Schaf, das Schwein, okay, was jetzt? Entscheide dich, ist es ein Schwein, ist es ein Schaf oder ist es was dazwischen? Ein Schweinschaf. Ein Schwaf. Auch gut. Wie ein Schwaf Oh, ist auch gut. zack. Ja. Okay, Ich dann. weiß zwar nicht, wie, wo, was, aber. Was sind denn diese Eigenschaften von diesem Schwaf? Kommt das Ist ein von Schaf. Schwafeln? 99999. Gut. Achtung, Da Keulen brennt. kommt. Jo, bin bereit jederzeit. Hey! One Hit. Warum ist es ein One-Hit-Wonder? Ist doch gut, wenn es ein One-Hit-Wonder ist. Aber ich frage mich ja nur. So. Hallo! So. Wie willst du das hier offen zu? Keine Ahnung. Okay. Der Mann weiß, was er zu Autsch. tun hat. Hey, du bist ja fast tot. Schöne Scheiße. Hä? Du bist tot, ne? Fast. Also eigentlich bist du tot. Oh shit! Ich sehe es erst jetzt. Hä? Guck Aber mal. warum geht es Hier. hier mit dem Dach nicht auf? Beerenmarmelade, nice. Hä? Irgendwas geht hier nicht auf. Du hast ja hier, links hast du zwei Größen und rechts hast du eine. Die Logik schließt nicht auf. Nee, nicht logisch. So, jetzt. Und was willst du hier tun? So.
Auch schon schön hier, was man bauen kann. Finde ich echt schön. Das ist so, also. Nein, völlig falsch gebaut, so. Hier zumachen. Dann. Der Anbau ist größer als das Haupthaus, ne? Also es vergrößert das Haupthaus, habe ich das Gefühl. Soll ich hier ein bisschen aufreißen, das Haus? Oder den Durchgang hier lassen, den ich... Den kleinen Durchgang lassen, weil nicht das ungebetene Gäste noch auf die Idee kommen, hier vorbeizuschauen. Oh, ein Umhang. Macht dich wesentlich hinterhältig. Schleichen plus 25%. So, okay. Ja, jetzt ergibt sich eine Logik. Wenn man das Dach von oben anschaut, dann checkt man, warum ich gedacht habe, ich wäre falsch. Wie jetzt du fahrst? Nee, ich glaube nicht. Doch. Also ich dachte es, weil da was nicht aufgegangen ist, aber jetzt geht's wieder auf. Jetzt passt's wieder. Abgesehen von dieser Ecke hier drin, aber das ist zu vernachlässigen, finde ich. Okay. Dann hier kommt so ein Teil hin. So. Cool. Dann das hier weg. Oh, mach mal mir. Dann hier kann eigentlich wieder die Fassade so. Drumherum wieder Holz. Aber ich brauche gerade mehr, bisschen wieder mehr Holz. Muss man wieder mal farmen gehen, oder wie siehst du es? Nee, wir haben noch genug. Jo. Für das zu bauen, das reicht, das Holz. Irgendwann haben du wir musst dann auch so ein bisschen viele... Holz nehmen und du weißt ja jetzt wegen dem Dach, ne? Irgendwie haben wir so viele Komplexe, es ist solche kleine, wir sagen immer mehr Anbau, ne? Und am Schluss haben wir immer noch... Wieder ein Anbau, immer noch mehr. Am Schluss wissen wir gar nicht mehr, wie, wo, was, warum. Irgendwann ist es dann... Ja, also wir könnten noch ein bisschen Licht gebrauchen, habe ich das Gefühl. 10 Honig, oh mein Gott. Licht? El Möbel, Holz. Hätten wir wieder irgendeinen Baum umgenietet, sag mal nicht, ich weiß nicht mehr welche, aber wir haben irgendwo... Warum willst du Bäume umnieten? Einfach so, weil es genügend gibt. Hier. Aber das nützt nichts für das Klimaziel. Du musst das Klimaziel erfüllen. Ja, mit weniger Bäumen gibt es mehr Fläche für Windräder. Ach so. Also, logisch, ne? Ist doch klar. Baumfällen, ja. Für Windräder und Co. Ja, jetzt lag ich wer das raus. Denkt, wer das denkt, ist auch ein bisschen schräg. Aber ich hab das gedacht. Wie kommt man überhaupt ganz nach oben? Der riesen XXXL-Baum da. Der XXL-Baum? Wenn du in, kannst wenn du in den Himmel schaust. Kommt man da nicht, kann man da irgendwie hoch? Ah, nee, du meinst den Baum. Nee, an den kommt man gar nicht ran. Das ist einfach da, der soll die Welt simulieren. Da, von da aus, von diesem Baum aus sieht, glaube ich, Odin auf uns herab oder so. Wenn man einfach da ganz nach oben baut? Nee, du kommst gar nicht so weit nach oben. Weil nach 5 Blöcken ist mit der Stabilität Schluss. Stimmt, ist ja irgendwie scheiße. Nee, jetzt habe ich den Baum schon. Der ist so. Oh. Nee, mal kurz. Hier kann ich draufhauen. Hier! Huch, gefunden! Oh. Jetzt aber. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich den Baumstamm niedermähen kann. So. Das Dach ist geschlossen, Till. Perfekto. Oh, speichern. Du fängst an zu frieren. Wow. Du auch? Und ich bin im Sprinten besser geworden. Stufe 31. Du fängst an zu frieren. Ich kann die Meldung nicht mehr ertragen gerade. Ich renn mal ins Feuer.
Was wollte ich? Ach so. Ja, das kannst du gut. Was? Ins Feuer rennen. Fehlende Voraussetzung. Ach, Harz. Und Schwabbel aber auch. Ach, ich hab 40 Harz gefunden. Oh. Weiter geht's. Wenn die Fackeln mit Harz, ne? Ich muss da Harz nachgeben, oder? Ja. Aber ich würde sagen, für eine Werkstatt sieht das geil aus, der Anbau. Oh, ein bisschen Fackeln, ein bisschen. Was hier nicht möglich. Nicht zu viel, sonst blendet es. Das reicht gerade so vom Ambiente her. Ist fast schon zu viel, also. Die hier kann weg. Weil es ja eine offene Werkstatt ist, bekommen wir auch noch Licht vom Feuer und alles Mögliche. Ich würde mal wieder repairen, das geht immer gut. Ja, wir müssen oft repairen, also. Weil ohne Repair und Care wird das hier gar nichts. Schmelzkacke hier. Der über. Wo gibt's denn noch Trolle? Nur mal so als Frage. Im Dunkelwald. Kommen die aber random oder? Sind nee, im die... Dunkelwald gibt's Trolle. Und es gibt auch Trollhöhlen. Die sind dann in einer Höhle drin. Gibt's mehrere Trolle? Ja, ganz, ganz viele. Perfekt. Lass uns da hingehen. Jetzt? Egal wann. Ja, auf jeden Fall. Können wir machen. Morgen. So, ich gehe mal schlafen. Ist ja auch schon wieder abends, ne? Und schon 12 Minuten vor. Mann, ey. Die Zeit rennt. Ja. Ich warte in meinem eigenen Bett auf dich. Guck mal, wirklich, ich schlafe hier. Okay, das hört Dame? Sich sehr, sehr erotisch an. Aber ich werde deiner Einladung folgen. Okay. Da hinten ist dein Bett. Das geht gar nicht, oder? Du kannst gar nicht. Alter Sack hier, echt. Nee, aber ich kann auf dich drauf sitzen. Aber ich kann auch nicht in einem fretten Bett pennen. Nee. Irgendwie doof. Irgendwie ich wollte doof. Ich wollte einfach auf dein Gesicht sitzen. Ja, gut. Wenn das so weich ist, dann darfst du das gerne tun. Oh Gott, oh Gott. Oh so, guten Morgen. Jo, finde ich auch. Ja, guten Morgen. So. 20 Kohle. Neuer Tag, neues Glück. Hier müsste die Fackel wieder Brennmaterial drin haben. Gut. Brennmaterial. Was ist das eigentlich alles? Kann das Harz, Holz? Nee, nur Harz. Wir fackeln so nur Harz. Quatsch, aber auch. Nichts Kochbares. Schade eigentlich. Über 5 Kohle kann man die ich nochmal reinschmeißen hier. Yo. Mal ein bisschen Zinn. Ist aber gut. So. Hoppa. Hier liegt Holz rum. 2 Stück. Ui. Du verstärkst da Kacke hier, ne? Boah, echt, aber der Anbau ist ja wirklich von der Fläche des Daches her größer als das Haupthaus hier. Ich habe schon wieder kein Holz. Warte mal kurz, ich habe hier noch ein paar 50 oder so. Ja, das reicht mir nicht. Ich hol mal schnell.
Ich habe nur 13 Stück. Da unten liegen sie. Arm und verborgen. Und hier müsste wieder Holz rein in die eine Feuerstelle hier. Jo. 10 Holz mit rein. Schmeiß einfach 10 Holz rein. So, wo ist die Feuerstelle? Hier. Ach, da hinten. Oh, gar nicht gesehen. Ja, es sieht schon nice aus mit dem Anbau. Auch von hier ist echt ein riesen Ding, ne? Ist eine fette Hütte hier. Ja, wir haben eine fette Hütte gebaut. Oh, es greift dich Leute an. Kollegen. Oh. Von wie denn hier? Was wollen die scheiß Nachbarn hier? Weg mit. Scheiße sind sie nicht, aber die machen immer für noch Ruhestörung Probleme. Gibt's ein auf die Nüsse. Gut, die sagen wahrscheinlich eher, dass wir Ruhestörung machen. Ne? Wir sind ja hergekommen. Wahrscheinlich eher so. Kann ich vielleicht vermuten. Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich bin rücksichtslos, weißt du? Wo ich baue, da darf keiner mehr hingehen. Der Zinn ist fertig. Ey! Wenn du oben rumhaben. Was ist denn hier los? Oh, das Feuer von draußen zieht's nach innen. Wirklich? Jo, das ist. Was? Hier. Okay, komisch. Sollte eigentlich nicht passieren. Ah, hier kriegt man eine Rauchvergiftung. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Also jetzt kriegt man unten nicht mehr. Ich habe einfach nur das Dach hier geöffnet. Das Holz da unten, das Holz, ne, das will ich jetzt haben. So, dann hier noch. Hier. Danke sehr. Du siehst, was ich meine, ich habe hier aber nur eine Luke offen gelassen wegen dem Feuer unten. Das müssen wir. Okay. Warte mal, geh weg. Geh weg. Warum nicht? Ja. Wenn es funktioniert, bin ich dabei. Funktioniert. Junge, nicht. Jo. Er tut gut. Und sieht auch. Gibt's nicht. Warte mal kurz. Ich möchte mal was ausprobieren. Was machst du? Aber das war das Falsche. Wie? Ist ein Holzmann, 55 Grad, oder nicht? Nee. Ist nicht 45 Grad, sondern 26 Grad. Ach so. Hey, ich habe das gar nicht gesehen. Ach, da unten 26 Grad. Aber es sieht so kacke aus. 55 Grad sieht viel besser aus, irgendwie. So vom Schiff aus. Soll ich dann die Klappe 45 Grad machen? Du, ich baue mal selber das Ding. Okay, dann mach mal die Luke. Ich bin gespannt, ob du was dazugelernt hast. Nö. Wahrscheinlich nichts. Ich habe gelernt, dass Holz. Ach doch, nicht ganz. Dass man schweben. Mit Holz bauen kann. Super. Das Holz schwebt. Wollte ich schon was sagen. Oh, ach, falsches Baumenü. Meter.
Das bringt nichts, wir brauchen 2 Meter. Hallo? Das ist zu fest eingegangen hier. Er muss weg. So, und hier unten gibt's Holz. Ja, und Brennbares gibt's hier bei mir. Nur bei mir gibt's brennbare Personen. Na. Ja, da muss weg. Mit der Rauch im Kreis und kann. Bom, 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 bom. Ja, genau. So kann er entweichen. So ist das Dach auch genug stabil gebaut. Jo, finde ich okay. Jo, das Dach passt. Wirklich? Passt aufs Fundament? Ja, finde ich gut. Sieht gut aus, schwitzt gut, hält gut. Vielleicht das Einzige, was ich noch machen würde, aber eher, es ist eigentlich egal. Oh, blockiert. Achso, weil ich da stehe, ich depp. Ja, hier oben. Dann noch. Oh, ja, warum nicht? Wir sind ja auch Wikinger hier. Ja, ich kann nicht im Rauch atmen, das weiß ich doch selber. Hey, hey, Ficky. Hey, Ficky, hey. Hast du das geschaut früher als Kind? Ja. Ja, aber ich hab alles geschaut. Nee. Nicht viel, aber einiges. Auf jeden Fall. War ein Fernseher- und Werbekind. Schön, man sagen kann. Okay. Oh, wir sind schon bei 22 Minuten. Ja, bei 22 Minuten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und ich denke mal, wir haben ja heute vieles geleistet, beziehungsweise ich nicht. Ich habe nur einen Abzug hier gebaut, mehr nicht. Aber der Rest sieht auch gut aus, ne? Wird wohl. Und ja. Hier mit dem Rauch sieht es auch nicht ganz schlecht aus. Da kriegen wir alles hin. Und ja, soweit, so gut. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüssi.